Hallo. Vorab Applaus, finde ich sehr schön. Vielen Dank. Moin, ich bin Johannes, bin aus Hamburg. Ich bin WordPress-Trainer seit jetzt ungefähr 15 Jahren, berate meine KundInnen darin, WordPress zu verstehen und anzuwenden. Und LinkedIn hat es nochmal so ein bisschen erweitert darum, dass ich jetzt auch Mittelstandskunden, KundInnen einfach betreue. Also die wollen gar nicht lernen, die wollen einfach Sachen gemacht bekommen. Und dazu gehört auch die Barrierefreiheit. Also ich berate tatsächlich auch ausführlich in dem Thema und würde euch jetzt heute so ein bisschen einen Rundumschlag verpassen sozusagen, ein bisschen in die Grundlagen einsteigen, an den Anfangsvortrag andocken, weil ich auch ein bisschen in die Bubble rein und rausgehen möchte. Ich zeige euch ein paar ganz konkrete Tipps, auf die ihr achten könnt mit eurem WordPress-System und habe da noch so einen kleinen Workshop, in Anführungszeichen, Part, wie man einfach sowas auch selbst erleben kann. Ich habe zwar auch fürs Ende Fragen eingeplant, aber ich finde es immer cool, wenn man direkt in Kontakt tritt. Also wenn ihr Fragen habt, ruft gerne rein. Ich hoffe, das ist mit dem Mikrofon auch okay dann, dass wir uns direkt austauschen. Da, finde ich, hat man immer mehr von und es macht mir auch vor allen Dingen mehr Spaß. Kurz zur Einführung. Was heißt denn überhaupt behindert sein? Ich möchte euch da gerne drei Definitionen einmal tatsächlich vorlesen, und zwar vom Sozialgesetzbuch. Der Sozialgesetzbuch sagt, Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Die WHO sagt, aufgrund einer Tatsache wie zum Beispiel Erkrankung als Ursache entsteht ein dauerhafter gesundheitlicher Schaden. Der Schaden führt zu einer funktionalen Beeinträchtigung der Fähigkeiten und Aktivitäten des Betroffenen. Und die UN sagt, die Behinderung eines Menschen wird in der Konvention nicht als feststehender Zustand, sondern als ein sich ständig weiterentwickelnder Prozess beschrieben, der sich nachteilig auswirkt, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen auf Barrieren stoßen, die sich an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hindern. Also ich finde, das klingt alles ein bisschen unangenehm so irgendwie. Ich bin ja auch selber, wie ihr seht, in dieser Bubble drin und deswegen gefällt mir die Definition von der Caritas am besten. Die sagt nämlich, behindert ist der, der behindert wird. Und das ist so ein Punkt, der mir wichtig ist, auch in diesem kleinen Vortrag, dass es auch oft einfach eine äußere Situation ist, die dafür sorgt, dass wir digitale Barrierefreiheit einfach brauchen. Auch noch ganz wichtig finde ich, dass 95% aller Behinderungen im Laufe des Lebens passieren. Das heißt, nur 5% in Anführungszeichen sind von Geburt an behindert. Das kann uns quasi alle treffen. Ich denke, meine Generation ist eine, die einfach auch gewohnt ist, digital zu kommunizieren. Ich spreche mit allen Kundinnen über Signal, WhatsApp, was auch immer, E-Mail, ihr wahrscheinlich auch. Und für uns ist das völlig normal, für meine Eltern jetzt zum Beispiel nicht. Ne, die kommunizieren eh anders, aber ich glaube, für uns wird es spannend, wenn wir in einem Alter sind, wo wir vielleicht auch schlechter sehen und wo alles ein bisschen schwieriger wird, auch mit der Haptik und so. Daran werden wir merken, dass wir diese digitale Barrierefreiheit einfach brauchen und noch mehr die Generation, die jetzt kommt, die kennt es ja nur noch digital alles. Hier habe ich noch so ein paar Eingruppierungen, die lese ich euch jetzt nicht vor. Das ist nur noch mal, damit ihr seht, okay, wie ist es dann abgestuft mit, wann ist man blind, wann ist man taub, gehörlos und so weiter. Ihr bekommt die Folien. Ich wollte, dass ihr das einfach wisst und es mitnehmen könnt. Jetzt ist ja mein Ansatz, euch zu zeigen, warum diese digitale Barrierefreiheit für uns alle relevant ist. Und dazu möchte ich mal ein bisschen mit euch in die Filterblasen rein und wieder raustauchen. Und das machen wir am besten so, dass ihr euch mal bitte vorstellt, was denn eine gerätebedingte Einschränkung ist. Ich sage jetzt hier bewusst wieder, die Einschränkung ist zum einen die schlechte Bedienbarkeit. Na, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn eine Website nicht responsiv ist, macht es keinen Spaß, die irgendwie zu benutzen. Dann ist es relevant für wechselnde Geräte. Jetzt gibt Siri, Alexa, diese ganzen Assistenten, irgendwelche Uhren, Smartwatches, was auch immer. Das wird ja auch immer weitergehen, dass wir einfach auf jedem Gerät, jeder Kühlschrank, muss ja irgendwie Webseiten vorlesen können. Und damit es funktioniert, muss die einfach barrierefrei und barrierearm programmiert sein.
Ein Blick in die Bubble rein, motorische Einschränkungen, denkt man erstmal an Gips oder man hat vielleicht nur einen Arm oder nur ein Bein oder nur ein Auge, wie bei mir, ist jetzt natürlich eine Behinderung, die dauerhaft präsent ist. Aber denkt doch mal an die Situation, wenn ihr einkaufen wart oder einkaufen seid, ihr habt eine volle Tasche, ihr wollt trotzdem vielleicht wissen, wann fährt denn der Bus und wollt trotzdem euer Gerät einfach mit einer Hand bedienen können. Also das ist ja auch ein Punkt, wo die Barrierefreiheit einfach jedem hilft in jeder Situation. Visuelle Einschränkungen ähnlich. Ne? Bei mir ist es offensichtlich, aber Menschen, die jetzt zum Beispiel schwer sehen oder blind sind, sind darauf angewiesen. Aber wieder das Beispiel aus der Bubble raus. Stellt euch vor, ihr braucht eine Brille, habt ihr vielleicht mal vergessen oder sie ist kaputt. Ihr seid irgendwo am Strand, wollt ein YouTube-Video gucken, die Sonne knallt volle Kanne aufs Display, seht ihr nichts mehr, ist auch blöd. Da will man einfach einen hohen Kontrast haben. Und auch wichtig einfach für diese Barrierefreiheitsgeschichte. Dann nochmal in die Bubble der auditiven Einschränkungen. Typischerweise ist ja wieder die Hörbehinderung das, was man als erstes denkt. Aber natürlich kann es ja auch sein, man hat mal seine Kopfhörer vergessen, andere Menschen sind vielleicht da, die man nicht stören will in der U-Bahn. Und die U-Bahn und die Bahn ist einfach auch so ein schönes Beispiel, finde ich, die alle diese Behinderungen und Einschränkungen verbindet, weil da hat man einfach alles beziehungsweise alles nicht. Kommen wir ein bisschen zu den Grundlagen, zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Gesetz auch ein Wort, was natürlich super ist für Menschen mit Sprachschwierigkeiten. Ganz toll haben die sich das ausgedacht. Für Behörden gibt es tatsächlich schon ganz lange im BITV verankert. Und für Firmen, und das ist wieder die Anknüpfung an heute früh, wird in ziemlich genau einem Jahr wichtig und auch ernst. Jeder Shop muss dann barrierefrei sein. Und bei Firmenseiten sind nur die B2B-Seiten davon ausgenommen. Alles, was B2C ist, muss ab einer bestimmten Größe, da kann ich jetzt auch keine Rechtsberatung geben, aber ich sag mal, für die meisten Seiten wird es zur Pflicht. Zumindest muss man alles, was ab diesem einen Tag dann dazukommt, muss barrierefrei sein. Also man muss tatsächlich nicht jetzt alles umstellen. Man sollte zwar, weil es wichtig ist, aber man muss rechtlich nicht. Man muss nur alles, was ab dann kommt, barrierefrei gestalten. Das heißt aber bei Shops, wenn der Shop jetzt nicht barrierefrei ist und ihr führt dann am 1. Juli ein Produkt ein, muss dieses Produkt barrierefrei anzeigbar sein und der ganze Prozess auch. Das heißt ja, der Shop muss dann natürlich auch komplett barrierefrei sein, aber wenn man jetzt eine Produkt bestellen kann, kann man ja logischerweise alle bestellen. Da hat irgendwas gepiept? Okay. Das muss so, alles klar. Ich weiß nicht, wie sehr ihr in dieser Geschichte, in der Entwicklung seid, wie das alles entstanden ist. Ich würde es kurz umreißen. Warum das funktioniert, ist deswegen, weil wir Standards haben. In Deutschland sind wir, glaube ich, ein Land mit den gefühlt meisten Standards überhaupt. Jeder Bierkasten ist genormt. Und so ist es halt auch im Netz, damit diese ganzen Geräte funktionieren und jeder Hersteller, Apple ist da ja noch mal ein bisschen außen vor mit den USB und so. Aber theoretisch muss jeder Hersteller diese Standards einhalten, damit eben auch die Inhalte auf einer Uhr, auf dem Kühlschrank und überall angezeigt werden. Und dazu gibt es die sogenannte W3C. Das ist so ein Konsortium, das HTML und diese ganzen Standards festlegt. Und da gibt es so Untergruppen. Die WAI ist eine Untergruppe von der W3C und in der WAI ist die WCAG. Das ist eine Gruppe, die sich einfach mit Accessibility und Barrierefreiheit beschäftigt und die schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Die legt nämlich fest, dass Inhalte wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und kompatibel sein müssen. Das sind so vier Punkte, die sind tatsächlich wichtig, den werdet ihr wahrscheinlich als EntwicklerInnen oder auch wenn ihr WordPress bedient, öfters begegnen. Und da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer drauf ein und fangen mit der Wahrnehmbarkeit an und da ganz besonders mit dem Zwei-Sinne-Prinzip. Zwei-Sinne-Prinzip wird uns noch ein bisschen beschäftigen jetzt im Lauf des Restes von dem Vortrag. Das Zwei-Sinne-Prinzip sagt einfach, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Sinne ausfallen, ist viel geringer, als dass ein Sinn ausfällt.
Deswegen sollte man alle Inhalte in Webseiten für zwei Sinne aufbereiten. Ganz vereinfacht gesagt sind es Textalternativen bei Bildern und bei Grafiken, Untertitel bei YouTube und Podcasts zum Beispiel. YouTube kann das theoretisch automatisch. Meiner Erfahrung nach klappt es im Deutschen noch nicht so wirklich gut. Da muss man immer noch mal ran. Ich weiß nicht, wie ihr mit YouTube unterwegs seid, wie ihr das wahrnehmt. Ich finde es automatisch schwierig. Bei Podcasts, glaube ich, ist es tatsächlich ganz gut. Und es wird ja auch immer besser, weil die KI einfach auch immer besser wird. Außerdem sollte man Inhalt und Design trennen. Das kennen alle, die WordPress nutzen. Ist ja einer der Hauptvorteile von WordPress durch dieses CMS-System, sind die Inhalte vom Design getrennt. Wenn man nicht Elementor benutzt, auf jeden Fall. Und die Lesbarkeit soll einfach gut sein im Kontrastbereich. Ganz viele Webseiten haben ja schon Dark-Modus, ne? Oder Handys oder Computer haben das im Betriebssystem schon drin. Also die machen im Prinzip ja auch genau das, dass sie den Kontrast erhöhen. Dann zur Bedienbarkeit, auch ein Teil eben von dieser WCAG. Stellt euch mal vor, wenn ihr nichts seht, bringt euch ja auch eine Maus nichts. Das heißt, eure Inhalte müssen mit einer Tastatur bedienbar sein oder navigierbar und mit einem sogenannten Screenreader. Der Screenreader ist eine Software, die Inhalte, Texte vorliest oder eben Bildbeschreibungen vorliest und das auch auf so eine Braillezeile überträgt. Braillezeile habt ihr vielleicht mal gesehen, die übersetzt wiederum diese Sprache aus dem Screenreader, aus der Software auf so ein, auf dieses Punktesystem von Braille eben. Videos am besten ohne Autostart. Das nervt mich schon als jemand, der das auch stoppen kann, aber ich auf jeden Fall gut, wenn die nicht automatisch starten und Überschriften hierarchisch sind. Und wir hatten vorhin auch mal das Thema Slider irgendwo, glaube ich, bei euch, ne? Finde ich auch persönlich ganz schwierig. Manche Kunden von mir wollen das unbedingt haben. Ich versuche es immer, denen auszureden. Witzigerweise sagen manche selber aus Erfahrung, sie finden es total nervig woanders, wollen es aber dann bei sich haben. Also ich kann es nicht verstehen. Dritter Punkt ist die Verständlichkeit. Da würde ich empfehlen, eine einfache Sprache zu verwenden. Es gibt da die beiden Begriffe einfache und leichte Sprache. Die leichte Sprache ist tatsächlich mit einer eigenen Grammatik. Da muss man aufpassen. Das ist einfach eine echte, richtige Sprache. Eine einfache Sprache ist eine einfache Sprache. Ne? Ich denke, es hilft allen, wenn man jetzt nicht sich da mega kompliziert ausdrückt. Auch selbst wenn man jetzt irgendwie Fachwissen vermitteln will, will man ja viele Leute erreichen. Und dann bringt es niemandem was, wenn ich jetzt irgendwie Fachbegriffe um mich werfe und das die Leute nicht verstehen. Auch denkt man ja auch an Menschen, die vielleicht gar nicht so gut Deutsch können. Die will man ja auch mitnehmen. Von daher macht es immer Sinn, sich da einfach auszudrücken. Letzter Punkt aus dieser WCAG-Gruppe ist die Kompatibilität. Die meint einfach Responsibilität. Also Webseiten, Inhalte, Apps auf so vielen Geräten wie möglich zugänglich zu machen. Jetzt da nochmal ein paar ganz konkrete, sofort umsetzbare Tipps für euch. Zwei-Sinne-Prinzip habe ich schon mal gesagt, hier nochmal als Überblick. Könnt es abfotografieren, aber ihr kriegt die Folien auch nochmal zugeschickt dann oder irgendwo online zumindest abrufbar. Grafiken mit Metadaten versehen, also mit Text, Bildbeschreibungen, den Kontrast so hoch wie möglich machen. Überschriften hierarchisch habe ich, glaube ich, nicht gesagt vorhin. Heißt einfach, dass es nicht die ganze Seite voller H1-Überschriften ist. Das ist eine Frage. Also zum Thema einfache Sprache, also ich bin schon ein bisschen älter, also überall, das ist ein gesellschaftliches Problem, andauernd habe ich Englisch. Das geht mir so tierisch auf den Sack, sage ich jetzt mal. Ja. Also die Frage wäre, wie kann man das machen, dass es eben auch, oder muss man dann drunter schreiben, die Übersetzung oder wie auch immer. Also viele Worte, auch die ich heute hier höre, ich bin das erste Mal hier, weiß ja gar nicht, wovon die reden. Echt, okay. Danke. Ja, ist ja ein super Tipp für alle, die Content-Creator sind, um das nochmal aufzugreifen. oder Publizisten auch früher genannt.
ich würde sagen, Sprachwechsler einfach einbauen. Ne? Das haben ja große Firmen eh für Deutsch, Englisch. Kann man ja auch für eine leichte Sprache nochmal dazu machen. Ich versuche es wirklich, freue mich deswegen über so ein Feedback. Ich versuche das total bei meinen ganzen Inhalten so einfach wie möglich zu sprechen und zu erklären und so, damit man halt viele mitnimmt. Genau, Überschriftenhierarchie heißt, dass es so wenig, also dass es nur eine H1-Schrift gibt in der Webseite, ist immer der Seitentitel und dann halt H2, H3, H4, das sind so Technologien, um einfach Überschriften zum einen vom Layout her zu strukturieren, aber auch für diese Screenreader und diese Braillezeile, weil die sich einfach oder mit dem Tab auf der Tastatur kann man sich so durchnavigieren und die springen halt immer von H2 weiter in die nächste Ebene oder in die nächste H2, 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 immer weiter, je nachdem, welche Tastenkombination man drückt. Also, was ich sagen will, Überschriften nicht fett machen, sondern einfach als H definieren und auch aufpassen, dass es sauber strukturiert ist. Das Gleiche gilt übrigens auch bei Social Media, also bei Twitter, bei Mastodon, bei LinkedIn kann man überall Bildbeschreibungen hinzufügen. Und auch da können diese Screenreader-Softwares einfach die Bilder dann vorlesen. Genau, das nochmal als so eine Übersicht. Videos mit Untertitel, Podcast, Transkription. Da arbeite ich selber gerade dran. Ich habe einen Podcast jetzt auch gestartet. Muss man ja haben irgendwie. Versucht da auch so viel mitzunehmen. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber ich zeige auch gleich nochmal ein Beispiel, wie die KI euch da unterstützen kann. Jetzt aber erstmal ein Beispiel aus der Mediathek von WordPress. Das ist jetzt eine Bildbeschreibung im alternativen Text. Das wurde mal irgendwann in der Übersetzung, glaube ich, geändert. Es gibt nämlich noch die Beschreibung und die Beschriftung, was ich persönlich ziemlich verwirrend finde und meine KundInnen auch. Tatsächlich ist der alternative Text ist das Feld, wo die Bildbeschreibung reinkommt. Da gibt es tatsächlich keine Regeln, weil blinde Menschen ja genauso individuell sind wie nicht blinde Menschen und das in der Ausführlichkeit keine Vorgaben gibt. Ich habe da mit dem Heiko Kunert mal gesprochen vom Blindenverband, der Sprecher. Der sagt halt, kompakt, aber so, dass sie sich halt eine Vorstellung machen können. Ich habe jetzt einfach gesagt, hier Hemd und Tasse und Käppi irgendwie auf. Titel ist der Dateiname. Beschriftung ist das, was drunter stehen würde, wenn man die Website sieht, also auch für sehende Menschen sichtbar. Und die Beschreibung ist tatsächlich nur intern. Also wenn ihr zum Beispiel eine riesen Bilddatenbank in eurer Website habt, könnte man da Copyright-Hinweise machen. Ich schreibe zum Beispiel bei mir rein, alle Bilder, die ChatGPT gemacht hat, mache ich dann einen kleinen Vermerk, damit ich später noch weiß, woher kommt denn das Bild. Da kann man auch Anweisungen an die KollegInnen oder ja Urheberrechtshinweise, alles, was man intern braucht, kann man da eintragen. Das ist nicht sichtbar nach außen und auch nicht in dieser Braillezeile drin. Hier, diese Beschreibung. Die Beschreibung kann man auf der Anhangseite sehen. Das ist nicht nur intern. Auf der was Seite? Anhangseite. Da nee, das ist ja die Beschriftung. Genau, die Beschreibung kann man auf der Anhangseite sehen. Bist du dir sicher? Ja. Das müssen wir ausprobieren. Ja. Also ich habe es im letzten Test extra nochmal geprüft, da war es nicht sichtbar, aber die Beschriftung schon. Aber dann intern, also nur als angemeldeter Userin. Also wenn der Link zur Anhangseite irgendwo klickbar ist, ich glaube, es hängt vom Theme ab, ob es ausgegeben wird, aber das ist so der Standard, dass das dort ausgegeben wird. Okay, ich wusste es nur von den angemeldeten Usern, weil das war immer ja der Sinn, dass es halt intern benutzt werden kann. Okay. Jetzt habe ich nochmal eine Idee mit DALL-E ausprobiert. Das funktioniert ja, wie ihr seht, sehr gut. Das wäre jetzt ein Text, der auf jeden Fall zu lang ist. Ja. Entschuldigung, ich hätte noch eine Frage. Es gibt ja von der W3-Organisation so ein tolles Entscheidungsstruktur auf der Webseite, wie man Alttexte verwenden sollte.
Mhm. Und da, als ich zuletzt gesehen habe, war es so, dass da, glaube ich, stand, wenn ein Bild einen rein dekorativen Zweck hat, dass es keine Altbeschreibung haben sollte. Richtig. Okay, also genau. In dem Fall, wenn dieses Bild jetzt keinen Link hätte und auch sonst keinen Zweck, außer dass es dekorativ wäre, sollte man dann auch keinen Alttext eintragen tatsächlich? Also da gibt's ja auch, muss man ja auch gucken, was heißt denn Beiwerk. Wenn ich jetzt auf der About Me-Seite mich vorstelle als Freiberufler, finde ich schon, dass das eine Relevanz hat, wie ich da jetzt irgendwie aussehe oder was ich, wie ich halt drauf bin. Wenn das zum Beispiel ein Wetterbericht ist und da ist eine grüne Wiese mit einer Sonne und da steht heute Sonne, dann würde ich es mir jetzt auch sparen. Das wäre jetzt meine Definition, aber auch da, ich auch mit dem Heiko gesprochen darüber, da gibt's nicht richtig oder falsch. Und ich würde sagen, im Zweifel, und wenn man sich nicht sicher ist, macht man lieber eine rein, anstatt dass man sich aus Sicherheitsgründen spart. Also die Beschreibung wäre auf jeden Fall viel zu lang jetzt. Ich wollte einfach nur als Beispiel mitbringen, wie DALL-E, das ist jetzt die Pro-Version, aber wie ausführlich die einfach ein Bild beschreibt. Ich habe einfach das nur hochgeladen, habe nur gesagt, beschreibe bitte das Bild. Und da macht er mir irgendwie 5 Sätze Bildbeschreibung dazu. Eine Frage? Wie verhält sich das bei Fotoblogs, also bei Galerien oder so? Da muss man dann, also ein bisschen beschreiben, aber die Fotos selber, da sind ja die Fotos drauf und dann eine Bildbeschreibung. Mhm. Also bei Fotoblogs, also da geht's ja um das Aussehen der Fotos und so, na ja, gut. Also das DALL-E, das finde ich schon mal gut, ne? Aber es ist dann sehr viel. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da Plugins bald gibt. Noch kenne ich keins, aber dass es bald welche gibt, die die Mediathek einfach um so eine Funktion auch erweitern, weil das ja ein Thema ist, was einfach immer präsenter wird. Ganz kurzer Punkt dazu, es ist halt Prompting. Also man muss den Prompt halt so anpassen oder sollte so anpassen, dass er halt nur ungefähr 8 Worte rauskommen zum Beispiel. Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Ich kann ja auch hier sagen, macht es in einem Satz. Nee, dann macht er das. Ich wollte euch nur zeigen, wie cool DALL-E sowas schon auch dann versteht und irgendwie beschreiben kann. Warum? Ja, okay. Aber klar, man kann immer irgendwas finden, aber ich finde es trotzdem geil. Jetzt zeige ich euch mal ein Tool, und zwar wave.webaim.org. Ich habe auch noch ein paar Tools hinten dran, die ihr dann ausprobieren könnt und verlinkt habt. Das ist so ein Analyzer, der tatsächlich, ihr könnt wie vorhin mit diesem Webcheck, könnt ihr eine Domain eingeben und dann zeigt das Tool euch an, wie viele Fehler sind drin, wo sind Verbesserungstipps und so. Und der würde jetzt zum Beispiel, wenn eine Bildbeschreibung fehlt, würde der einen Fehler anzeigen. Das heißt aber ja nicht zwingend, dass es ein Fehler ist, weil wie wir jetzt auch gerade gehört haben, nehmen wir diesen dekorativen Elementen, die macht man ja mit Absicht eben ohne Bildbeschreibung. Das heißt, man muss dieses Tool dann schon auch ein bisschen verstehen und diese Infos, die man da kriegt, halt für sich selber anschauen, wie ernst man es nimmt. Aber es ist ein ganz guter Überblick, finde ich, um zu gucken, wie gut ist denn die eigene Seite, wie gut sind die KundInnen-Seiten und so. Und man kann einfach schauen, wo die Verbesserungstipps da kommen. Das finde ich einer der besten Tools, um einfach so Einblicke zu kriegen. Genau, damit bin ich auch schon bei der Fragefolie. Gibt es noch Fragen? Da war eine. Hier ist eine Frage, ich komme zu dir. Danke. In der Relation Auftraggeber-Agentur, wo liegen im Bereich der Barrierefreiheit die Pflichten der Agentur? Muss die Agentur den Auftraggeber aufklären, dass er eine barrierefreie Seite haben muss? Und wenn das in der Beauftragung nicht steht, muss die Seite trotzdem barrierefrei sein? Oder kann man das Projekt reklamieren, wenn das nicht der Fall ist? Oh. Ich glaube, es ist eine Frage für den Anwalt. Ist wie bei Datenschutz, ne? Muss die Seite datenschutzsauber sein? Ja, schon.
In dem Fall ist es, das Gesetz trifft ja erst in Kraft in einem Jahr. Ich würde erwarten, wenn ich eine Webseitenagentur beauftrage, dass die mich darüber informiert, weil ich weiß das ja nicht als potenzieller Kunde. Also das wäre jetzt meine Erwartungshaltung an Agenturen. Ob es rechtlich so ist, ja, bin ich kein Jurist. Also ist schön, wenn sie es können, aber es ist nicht verpflichtend für die Agentur. Also ich glaube, wenn es eine Agentur jetzt nicht kann oder in einem Jahr nicht kann, dann können sie einfach ihren Laden dicht machen. Weil das ja zur Pflicht wird. Danke. So, gibt es weitere Fragen? Ja, hinter dir, Mike. So, ja. Genau, also wenn ich auf einer Webseite so Buttons mit Icons habe, dann muss ich ja irgendwie so ARIA-Label benutzen. Mhm. Was sind denn gute Beschreibungen für einen Link für sowas? Also ARIA-Labels sind zum Beispiel auch dieses WebAIM-Wave-Tool, das liest diese ARIA-Werte aus. Ich meine, jemand, der sich das vorlesen lässt oder so, mhm. Also was ist, wie lang oder kurz sollte sowas sein, damit das gut handhabbar ist, verständlich ist oder so? Wie gesagt, das meinst du bei den Bildern? Nee, bei so einem Link mit so einem Icon oder sowas, ne? Also ist da hilfreich, wenn da immer da davor steht, gehe zu oder irgendwas? Also, oder ist das? Habe ich witzigerweise oder spannenderweise verschiedene Antworten zu bekommen. Manche sagen, man sollte jetzt hier klicken und dann dieses jetzt hier klicken als Link setzen. Aber ich habe auch die Äußerungen, die sagen, man soll den Titel der Zielseite verlinken. Ich bin mir nicht sicher, ob es da jetzt wirklich ein Regelwerk gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache der Meinung so. Aber wenn es jemand weiß von euch. Ist das schon die Antwort? Also beim Area-Label würde ich, also es kommt darauf an, solche, wenn du ein Facebook-Icon hast und dahinter steht Facebook und beides ist verlinkt, würde ich über Area-Label oder Area-Hidden, würde ich dann das Icon ausblenden, damit es nicht doppelt angesagt wird. Wenn du jetzt aber nur das Facebook-Icon hast und nicht dahinter auch noch Facebook steht, dann würde ich als Area-Label Facebook angeben. Nur Facebook, also nicht gehe zu oder so, weil das sind Infos, die man sowieso hört. Also ich, auch wenn es ein Link ist, höre ich, das ist ein, also steht Link Facebook. Wenn ich dann hören würde Link Facebook oder Link gehe zu Facebook, wäre das immer doppelt gemoppelt und man hört halt mit dem Screen wieder auch einfach super viel. Deswegen in der Kürze liegt die Würze. Ich habe euch hier auch so ein paar Tools verlinkt und zwar dieser nwaccess.org. Das ist ein kostenfreier Screenreader. Den könnt ihr euch runterladen und könnt einfach mal die eigene Seite ohne Bildschirm aufrufen und ja selber wahrnehmen, wie denn das klingt. Das ist ziemlich absurd am Anfang, aber ich glaube, es gibt ein ganz gutes Gefühl, um das besser nachzuvollziehen, wie das Ganze denn funktioniert. Es gibt dann noch den Kontrastchecker, finde ich auch ein ganz cooles Tool. Da könnt ihr einfach die beiden Farbwerte von einem Bild oder von einem Text zum Hintergrund als RGB-Code eingeben und das Tool sagt euch, ob das gut oder schlecht ist. Vom Kontrast her auch mit so Rot-Grün-Schwäche, Farbenblindheit und so können die umgehen. Und genau, das Validator W3, da fehlt das G-Org, ist auch nochmal so ein Tool, ähnlich wie das Wave, was euch so Feedback gibt zum Code. Und Language-Tool, damit könnt ihr Sprache und Sprachsyntax und so euch auswerten lassen oder bewerten lassen, wie denn eure Sprache so aufgebaut ist von der Komplexität der Sätze. Ja. Ich habe noch kurz eine Anmerkung zu dem, was Maya gesagt hat, weil, also da ist auch semantisches HTML ist halt extrem wichtig, ne? Also man sagt immer dazu, okay, mache ich jetzt einen Div mit einer Klasse Header oder Headline oder sonst irgendwas, macht das Div halt so groß wie eine Headline, okay, das ist zwar schön, aber nicht semantisch, ne? Also semantisch ist halt eben, benutzt die Elemente, die dafür geeignet sind, H1, H2, H4, Header, Main, Section, Artikel etc., was es halt gibt. Also geht weg von diesen Diff-Suppen, wie man es halt so schön sagt, nennt. Danke für die Ergänzung. Gibt es weitere Fragen? Wir haben noch ein paar Minuten. Ja, da drüben ist noch einer. Komm ich rüber. Ich weiß, dass es für WordPress Plugins gibt, die zum Beispiel von außen Seiten kontrastreich darstellen.
Was hältst du davon? Ich habe das extra nicht mit erwähnt, weil es gibt auch so Plugins, die an die Seite so eine Accessibility-Tab-Seite und so machen. Die funktionieren manchmal, bei manchen Teams aber nicht, und die vermitteln so eine trügerische Sicherheit, und man denkt dann, ja cool, ich bin ja barrierefrei, ist man aber oft nicht. Ich wäre da vorsichtig mit solchen Tools und würde die nicht so für voll nehmen. So, jetzt die letzte Chance für weitere Fragen. Ich bin auch noch ein paar Minuten da sonst. Ah, die Maya nochmal. Und dahin noch eine, wir machen weiter. Ich hätte eher eine Anmerkung zu den dekorativen Bildern, wenn ich darf. Ja, natürlich. Also dekorative Bilder hat man vor allem früher verwendet, um Layouts zu machen, bevor wir Grid und Flexbox und so hatten. Und daher kommt dieses dekorative Bild. Also wenn damit Layouts gemacht werden, braucht es keine Bildbeschreibung. Auch wenn es zum Beispiel ein Hintergrundbild ist, braucht es keine Bildbeschreibung. Wenn es aber ein Bild innerhalb des Inhalts liegt, also vom Content, würde ich immer sagen, macht einen Alttext, weil es gibt einen Grund, dass man dieses Bild hinzufügt, und sei es auch nur, um ein Gefühl oder eine Stimmung zu vermitteln. Und deswegen ist es wichtig, dies auch als kurzen Alttext mitzugeben, weil man zum Beispiel auch, wenn ich einen blinden Kollegen habe, der irgendwas nicht buchen kann, weil es nicht barrierefrei ist, da kann man dann sagen, das liegt unter dem und dem Bild. Aber wenn das ihm gar nicht angesagt wird, kann er mir das auch nicht mitteilen. Ja, wobei da gibt es wirklich verschiedene Ansichten, und der Blindenverband, den würde ich jetzt dafür schon als Instanz sehen. Und die sagen halt, dass das bei dekorativen Elementen nicht so wichtig ist zumindest. Ne? Und eher stört, weil das wird ja jedes Mal mit vorgelesen, wenn man wieder durchscrollt und so. Und also der Heiko hat es mir so beschrieben, wenn man als sehender Mensch das einfach so wie eine Werbung zum Beispiel so wegblenden würde, gedanklich, und es nicht eine Relevanz hat für den Text oder so, dann sollte man es weglassen. Ist so sein. Ja. Einigen wir uns darauf. Gibt's noch Fragen? Jetzt haben wir uns ja gerade warm geredet. Ja, die eine Frage hatte sich leider schon erübrigt, aber hast scheinbar, oh, da hinten ist noch eine. Sehr gut. Füllt gut die Zeit hier. Ja, nochmal ein Praxisbeispiel. Es gibt ja so ganz viele so Kacheln, da hat man dann, die ist quasi als Ganzes verlinkt, und dann hast du dann ein Bild drin, eine Überschrift und noch einen Text. So, was genau will ich da quasi vorlesen lassen, oder wie, was ist da zu beachten? Jetzt musste es, ich meine, war ja gerade abgelenkt. Nochmal die Frage bitte. Also, du hast jetzt eine Kachel, die ist als Ganzes verlinkt, als ganzes Element sozusagen, und da in dem Link ist dann quasi ein Bild, eine Überschrift und noch ein kurzer Text. Was will ich da quasi vielleicht über Area hidden oder so ausblenden, oder was ist wichtig da zu beachten? Na gut, es kommt ja darauf an, was auf dem Bild drauf ist. Ne? Wenn es jetzt das Bild ist, das beim Spiegel zum Beispiel zu dem, wo vielleicht eine Leiche abgebildet ist, und man klickt da drauf, dass man zu dem Beitrag, zu dem Artikel kommt, würde ich das beschreiben. Wenn es so diese Sonne wieder beim Wetterbericht-Vergleich ist, würde ich das nicht beschreiben. So. Dann erneut die letzte Chance für Fragen. Keine? Sehr gut. Sehr gut. Dann hast du es offenbar geschafft. Vielen lieben Dank dafür. Herzlichen Applaus. Danke.